Anton Mörwald in meiner Kochsalonküche, besser bekannt als Toni. Toni, danke, dass du gekommen bist, direkt aus Feuersbrunn und mit vollem Gepäck, wie ich sehe. Was du alles mitgebracht hast und wie du das schon vorbereitet hast, ist wirklich beeindruckend. Erzähl einmal, was kochen wir? Wir machen einfach eine Suppe, eine einfache Karottensuppe, passt sehr gut zu Mörwald. Karottensuppe. Warum passt das gut zu Mörwald? Ja, Möhren und Karotten passen gut zusammen. Kochen ist nichts anderes wie Beziehungsmanagement. Umso näher die Beziehung zu den Produkten, die man liebt, umso besser wird man sie veredeln und umso besser. So habe ich es noch nie gesehen. Oh ja, es ist auch mein Mann hat das, glaube ich, noch nie so gesehen. Ja, da wird es aber Zeit. Aber was ich immer mache bei der Suppe, das ist immer, können wir gerne damit anfangen, ich koche wahnsinnig gerne mit Honig. Ja? Weil mit Honig zu kochen und jede Suppe, die ich ansetze, egal ob eine Selleriesuppe oder eine Gemüse oder Schwammerlsuppe, fängt immer mit Honig an, nie mit Fett. Also wirklich? Immer mit Honig, ja. Das habe ich überhaupt noch nie gemacht. Na, bitte. Das lassen wir jetzt da drin zerfließen, oder was? Das brauchst du einen Löffel? Brauche ich nicht. Auch das nicht, gut. Das heißt, du hast jetzt den Herd eingeschalten auf 10 von 12 und das lassen wir jetzt da zerfließen, den Honig. Das blubbert jetzt schon richtig, der Honig. Das ist gut so. Kann ja was passieren, muss man da irgendwie aufpassen? Jetzt kann gar nichts passieren dazwischen noch. Wichtig ist, dass man jetzt da ganz fein... Toni, was hast du da für ein Messer? Das hat ja ein irrsinniges Muster drauf. Ich bin ein unheimlicher japanischer... Aha! Messerfreak. Messerfreak und bin viel in Japan und daher freut es mich immer, wenn ich von irgendeiner Reise zurückkomme und habe mir wieder ein neues Messer bestellt, das ich mir dann meistens ein Jahr später erst abholen kann, weil es nicht früher fertig wird. Darf ich es berühren? Natürlich. Das hat ja unglaublich, das ist einfach... Damast gehämmert, ja. Das ist ungefähr mit ca. 600 bis 800 Damast-Einbuchtungen. Das wird Wahnsinn. Immer geschlagen. Das dauert sehr, sehr lange. Toll. Kostet ein Vermögen, oder? Naja. Ja. Müssen wir schauen. Kostet ungefähr 2000 Kaviar. Das kann man rechnen. Noch nicht? Zu geschafftig, Entschuldigung. Macht da nichts. Das ist jetzt schon ganz dunkel, der Honig. Ja, karamellisiert jetzt. So, und jetzt kommt ein bisschen Pernod rein. Ja. Und jetzt entsteht eine Emulsion, wo hier der Geschmack zwischen dem karamellartigen Honig, ja, und das ist so wichtig, wenn dieser Ansatz misslingt oder nicht passiert, vollige Kraft voraus, oder? Wow, umwerfend. Und jetzt kann man schon die Gemüse noch zusammenschneiden. Ich gebe jetzt gleich zum Beispiel am Anfang immer noch ganz frisch geschnittenen Fenchel dazu. Ja. So ein unterschätztes Gemüse, finde ich. Was kann ich tun? Ich stehe da irgendwie. Was du jetzt machen kannst? Ja, sag mir was. Du kannst jetzt da hergehen und natürlich das Wichtigste tun, nämlich dann langsam die Karotten hineingeben. Aber zuerst brauchen wir ein bisschen Zwiebel. Beim Zwiebel mache ich nämlich Folgendes. Da schneide ich im Grunde den Zwiebel nie fein, sondern meistens immer so ganz grob, weil der größte Feind in der Küche ist immer der Sauerstoff. Ja? Weil viel Sauerstoff heißt viel Fläche und das ist meistens nicht optimal. Daher muss man immer aufpassen. Ach so, verstehe. Hat er weniger Angriffsfläche sozusagen. Richtig. Aber du bist kein großer Rührer, gell? Du hast jetzt noch kein einziges Mal gerührt. Ja, das ist schon eine kräftige Umkehr. Kommt schon. Juckt schon so richtig. Ja, du merkst. Aber man muss die Dinge auch kommen lassen. Wichtig dabei ist, dass nicht der Honig verbrennt. Ja, das ist die Gefahr. Wenn der verbrennt, kann man gerne mal anfangen. Jetzt geben wir dann unsere Karotten dazu. Den Namensgeber. Ja, ein paar gelbe Rüben. Die ganze Redaktion sitzt da drüben. Dazu. Genau. Was man auch immer noch machen kann, ist ein bisschen Lauch dazu. Mhm. Dann lasse ich in dem Fall auch gleich so in eher dickere Scheiben. Das ist Weißwein. Okay, trockener, ganz normaler österreichischer Weißwein. Trockener Veltliner. Das Wichtigste, wenn du mit Wein kochst, ist natürlich immer, oder überhaupt mit Alkohol, immer reduzieren. Auch hier wieder lauert eine Gefahr, wenn zu intensiv reduziert, heißt im Grunde vielleicht die Reduktion brennt an. Mhm. Kochvorgang stoppen, neu beginnen. Hat darf keinen Sinn mehr. Doch einmal rühren, oder? Ja, bitte rühr um. Ich habe schon gesehen, du rührst gern um. Ich sehe gerade, du tust diesen Keim innen rausschneiden. Ja. Ist es tatsächlich so, dass das der Stinker ist? Naja, er ist nicht nur der Stinker, sondern er hat auch so einen bisschen unangenehmen Geruch. Das ist der... Ja. Okay, das heißt, deswegen, wenn man den rausgibt, ist es tatsächlich so, dass man eher weniger Geruchsbelästigung darstellt. Genau, richtig. Was wir nie tun, Knoblauch pressen. Warum nicht? Weil wieder größte Feind Sauerstoff, viel zu viel Sauerstoff dazu kommt. Was schadet das dem Knoblauch? Verliert er an Intensität? An Intensität? Nein, er wird im Grunde zu oxidativ. Ja, herrlich. Ja? Super. Das ist kein chinesischer Knoblauch, sondern ein Weingartenknoblauch.
Ach so, machst du die Muskatnuss? Sicher. Das ist halt das coole japanische Messer, das muss man schon sagen. Das bringe ich mit meinem. Das war schon viel, oder? Na, das passt schon. Wirklich? Ich bin bei der Muskatnuss immer so zurückhaltend. Muskat ist wahnsinnig wichtig. Wirst du sehen? Trau dir. Kommt auch jetzt schon rein. Ich rühre. Hast du wieder umgerührt? War der Knoblauch nicht gut. Aber schau, es ist schon fast keine Flüssigkeit mehr. Na, das ist gut so. Weil als nächstes. Kommt. Kommt. Zum Paradies machen wir so. Gut, das tun wir mit anrösten. Das soll man essen. Ist das kein Esslöffel oder? Ja, sowas. Jetzt kann man zum Beispiel auch Olivenöl nehmen, kann auch nicht viel verbrennen, das ist ideal. Schön umrühren. Danke. So, jetzt kommt, haben wir immer am Bauernhof gemacht, Mehl. Ein ganz normales Mehl. Ein ganz feines, feinstes. Weißwein noch mal dazu. Ja, gehen wir gleich alles rein. Bitte Gott, Lackerle heißt es bei uns im Kern. Ja, genau. Ja. Eine gute Suppe braucht natürlich immer eine Basis. Weißwein ist verkocht. Toni, wir kriegen da gleich ein bisschen Facial, glaube ich, bei dem Darm. Das ist jetzt ein Hühnerfond. Das ist ein Hühnerfond. So, jetzt habe ich hier eine Currymischung 13. Ich muss dosieren. Ich habe das gespürt. Genau, super, habe ich schon gemerkt. Da kommt ein bisschen Curry dazu. Das, was wichtig ist, jetzt gerade bei so einer Suppe mit Musse kochen, nie zu laut kochen. Ja. Das ist wichtig, ja, weil wenn das zu laut ist, was passiert dann? Verdampft die ganze Flüssigkeit. Erstens verdampft zu schnell und die... Komm mal, vor wen der Schule. Verdampfte Flüssigkeit. Wie die sensiblen Gewürze jetzt da. Ja? Gewürze werden immer... Was ist immer, das jetzt? Das ist, warte, lass mich riechen, ich rate. Ja, Paprika. Das ist Cayenne. Was? Ja, das ist Cayenne, das ist Paprika. Ja, geschmeckt hätte ich es. So, es ist immer noch kein Salz drin. Ja, warum? Stimmt, warum? Ganz einfach, weil bei mir beim Kochen immer Salz kommt immer erst ganz zum Schluss rein. Bei jedem Fond, bei jeder Suppe, bei allem. Warum? Weil Salz eigentlich irgendwann unkontrollierbar wird und wenn sie sich reduziert, immer stärker wird, dann muss ich zum Schluss irgendwie neutralisieren mit Wasser und dann ist der Grundgeschmack eigentlich weg und das will ich eigentlich damit verhindern. Alles klar. Ist logisch. Ist logisch, nachvollziehbar. Ja. Kochen ist ja auch wirklich nur etwas für Logiker. Aber wir haben ja noch lange nicht alles abgemacht. Also bei der Seite sind wir schon recht gut. Der Sellerie. Da hätte man nicht noch reingeben, ja? Hätte man reingeben sollen. Ja, bei der wird da müssen wir es ganz gern machen. Was sagst du? Das ist ja richtig cool, ne? Warte, nicht sehen. So, Toni? Na, bitte, noch einmal. Ich hätte gerne ein Foto, bitte mal haben. So. Schau, du schneidest es immer zu Scheiben, ja? Und dann machst du im Grunde solche. Würsteln? Solche Bahnen, Julien. Ja. Und nachher tust du es einfach so hacken, okay? Gut. Ich hole wieder mein kleines Gerät raus. Geht das auch mit Fleisch? Ich weiß nicht, sollen wir es probieren? Nein, nein, bitte nicht, bitte nicht. Ich Herr Martina, jetzt tue ich ganz leicht einmal salzen. Leicht. Ja, so. Ein Meersalz? Nein, ich habe das ein ganz normales Badischler. Gut. Das ist so mein Lieblingssalz für die normale klassische Küche. So, und jetzt kann man es ein bisschen verfeinern, wenn man will. Ja? So Schlagobers oder Kokosmilch? Mit flüssigen Obers. So. Aber das da könnte man schon noch dünner machen. Oder? Na gut, mache ich es noch dünner, gib her. Schau. Das geht wirklich. Gell? Ja, unglaublich. Ja, geht fast so gut wie deine Maschine, hä? Fast. Mm. Gut, bist du zufrieden mit dem Tartar? Schaut super aus. Gut. So, pass auf, dann machen wir das gleich mal rein. Das ist rein. Okay, pass auf, ich habe jetzt nicht wirklich aufgepasst bei der Tartar-Marinade. Da hast du drin Ketchup, Kapern, Schalotten, Essiggurken, Senf. Genau. Das hast du alles erraten. Habe ich schon alles? Mhm. Nein, die Flüssigkeit fehlt mir noch. Ist da ein Olivenöl. Olivenöl. Jetzt ein bisschen Zitronensaft. Boah, wow, köstlich. Das ist Petersilie, oder? Petersilie ist noch dabei, ja. Du hast das schön abmaschen. Das machst du ja gern. Ja, rühren, rühren. Wir haben jetzt da irgendwo sicherlich eine Bratpfanne. Ja, ganz unten. Ganz unten. Allerlei Bratpfanne. Das ist ja perfekt. Ich weiß. Kochsalon ist. Da machen wir uns jetzt noch einen guten Schwarzbrottoast dazu. Warum salzt du von so weit oben? Damit man die Salzkörner besser zählen und dosieren kann. Zählen? Wie viele waren das? Das waren jetzt, glaube ich, 67. Okay, ja, stimmt. Ah, stimmt, ich habe mitgezählt. Das Wichtigste ist, dass die Karotte sitzt. Ja. Ja, probieren. Mm. Bist du zufrieden? Mhm. So, hier geben wir auch noch ein bisschen Zitrone rein. Salz fällt noch. Ja, kommt das ist der ganz salzige heißt.
Liebstöckel. Das ist ein Cayenne. Nein, ob ich den Liebstöckel also, rein. Ja, alles rein. Ja, alles rein. Und Basilikum? Gibst du die ganzen Blätter rein am besten. Dann haben wir nicht so viel Schnittflächen. Wegen Sauerstoff. Genau. Ich gebe noch ein bisschen Kaviar da drauf. Na Wahnsinn, da wird eine einfache Suppe ja zu einer Luxusspeise. Naja, das ist jetzt sozusagen der richtige Anlass. So, jetzt sollen wir die Suppe noch untergießen hier. So, unsere Suppe ist fertig. Toni, ein Traum. Karottensuppe mit Bifter da. Köstlich. Steinpilze und Kaviar.